Im 30-jährigen Krieg erlangte die Felsspalte traurige Berühmtheit, als sich die Bewohner von Niederötzen zum Mahlberg flüchteten, um sich im Wildwalbehäuschen vor Angriffen zu verstecken. Durch Verraten wurden sie jedoch entdeckt und allesamt ermordet. Oh. Das war ja viel. Oh, hast du das gehört am Schluss? Das war ja groß! Und hinein in den gruseligen Wald. Gruselig ist die jetzt, die Aufnahme. Oh ja, das sieht geil aus. So wird das was. Hört ihr die Tiere? Das ist gruselig. Jetzt einer für alle. Einer für alle. Yeah. Oh, das ist natürlich schön. Das ist cool. Im Wald, da leuchtet ein Licht und keiner weiß, wo es herkommt. Und wenn du das versuchst zu wissen, wo es herkommt, ist es auf einmal auf der anderen Seite. Ich bin immer entfernt von dir und folge dir trotzdem. Ich sehe es. Die gleiche Idee. Nee, das ist doch geil. Oh, fuck. Geschichten um den Mahlberg. Um den Mahlberg ranken sich einige Geschichten. Besonders die Felsen nahe dieser Tafel sind der Mittelpunkt von vielerlei Erzählungen. Zwischen ihnen befinden sich eine Spalte, die vor einiger Zeit noch viel geräumiger war. Sie wird im Volksmund auch Witwalbehäuschen genannt. Einst sollen darin drei wilde Frauen gehaust haben, die als Hexen verschrien waren und gelegentlich in den umliegenden Häusern bettelten. In Morsheim trieben sie am Sonntag, wenn niemand zu Hause war, ihr Unwesen. Sie stifteten Unordnung, klauten und legten Feuer in Schuppen, doch seltsamerweise wurde nie großer Schaden angerichtet. Diese wilden Weiber sollten den guten Menschen dennoch oft hilfreich zur Seite gestanden haben. Es wird erzählt, dass die Hexen oftmals in der Nacht den Witwern im Läuterrot die gesamte Hausarbeit erledigt haben. Eines Tages sind die drei jedoch plötzlich verschwunden und niemand hat mehr etwas von ihnen gehört. Eine andere Sage erzählt von einer weißen Hexe, die zwischen den Felsen lebte.
Gelegentlich hallte in der Nacht gewaltiges Krätzen und Geschrei vom Mahlberg herunter, sodass jeder sich fürchtete. Doch dann, so munkelte man, fahre die weiße Hexe aus dem Wildwerberhäuschen aus. Im Dreißigjährigen Krieg erlangte die Feldspleite traurige Berühmtheit, als sich die Bewohner vom Niederrötzigen zum Mahlberg flüchteten, um sich im Wildweiberhäuschen vor Angreifern zu verstecken. Durch Verrat wurden sie jedoch entdeckt und allesamt ermordet. Oh, jetzt hört der Kauz nicht mehr auf zu schreien, das ist geil. Oh! Guck mal, da kannst du rein! Oh mein Gott! Das ist jetzt echt gruselig! Okay, Video. Video? Da wird jetzt ein Video reingemacht. Oh mein Gott! Halt mal den Mund, wir gucken, wie weit ich da reinkomme. Och Mann! Oh Mann! Lass das arme Kreuz hier doch schreien! Ingo, halt mal den Hund bitte! Ihr seid ungrüßig auf ein Foto. Nee, guck mal, nein, guck mal, weiter oben. Weiter oben? Hä? Da geht die Spalte Ach, rein. Ach, da ist die Spalte. Oh mein Gott. Und da, wo ich mich versteckt habe, 30-jährigen Krieg. Die war ja größer. Oh mein Gott, das ist eine Höhle, Leute. Genau, deswegen, ich will mal rein videoen. Geh oh, da ist eine Höhle. Das war mit meinem Handy. Das ist eigentlich ganz gut. Boah. Also die Lara hat Angst, dass da eine Hand rauskommt. Ey, wenn ich jetzt gleich einen Schreikrampf krieg. Ich komme leider nicht weiter rein. Boah, ist das eine große Höhle dahinter. Ich will leider mit dem Handy nicht weiter. Dann lass mich noch mal. Ja, ich komme da raus. Boah, voll cool. Sieht man da was? Ich sehe auf jeden Fall, dass da eine Höhle ist, ja. Du kannst halt nicht wirklich weiter gucken. Aber man kann richtig sehen, dass die Höhle tief ist. Da ist richtig. Also eine dünne, schmale Frau, die hätte da bestimmt durchgepasst. Zombie-Biss von der Zombie-Zecke, hast du gleich, hat die Lara gesagt. Voll cool. Ja. Der eine ist da runtergerutscht. Und oben siehst du es richtig. Da ist so ein der Stein? Ja, da oben siehst du richtig, dass so ein Spalt. Der so ein Stück rüber geht. Okay. Bestimmt. Ah. Oh, das sieht nur nicht mehr so viel. Das ist ja cool. Auch.
cool aus. Die Hochkletter mussten. Allein schon das, ne? Weil hier, guck mal, ja, da. Guck mal, dann konnten sich alle drumherum stellen und zugucken. Da, hier, das sieht nämlich sehr danach aus hier. Die konnten dann alle zugucken. Ja, das sieht sehr danach aus, weil hier sind nämlich so richtig so die Rillen im Boden überall. Ja. Genau, konnten mich dort voll unten drumherum stehen und zugucken. Ja. Ja. Ja, das war bei dem anderen eben ja auch, bei dem anderen Stein. Hier ist auch wieder dieses eine Zeichen. Ja, das ist ja eklig. Hä? Ja? Was? Ja, da, genau. Warte, da geht's nämlich tief, tief hinunter. Ja, nicht Boy. Da ist sie, die Kapelle.